In einer Industriehalle in Laufen im Basel-Land treffen Form, Farbe und Ideen furios aufeinander. Es ist im Atelier vom Künstler Dave. Der Dave hat mit einer einzigartigen Mischung von Bildhauerei, Malerei und Performance eine eigene Kunstrichtung ins Leben gerufen. Der Fusionismus. Dieser Stil ermöglicht dem Künstler, vielschichtige Geschichten zu erzählen. Seine Kunst fordert den Zuschauer heraus und öffnet dem Betrachter verschiedene Blickwinkel. Fusionismus ist lebendige Kommunikation mit dem Publikum. Eigentlich am Anfang habe ich das gar nicht gedacht, dass das für mich wichtig ist, Geschichten zu erzählen. Ich habe eher gemerkt, dass Fusionismus Geschichten erzählt. Also es ist ja so, dass ich natürlich ein Relief mache und dann wirklich das mal. Und das erzählt sogar Geschichten. Ich kann selber vorne durchlaufen, weil es kommen ja Millionen Bilder auf einem zu. Mit dem kleinsten Schritt, den man macht. Und das Spannende ist für mich natürlich, dass mir die Leute dann Geschichten erzählen, wenn sie vor einem Relief stehen. Oder solche, die ein Bild gekauft haben, die wirklich sagen, hey Dave, hast du das schon mal gesehen? Komm noch mal schauen, hast du das absichtlich gemacht? Und. Also, eigentlich ist so ein Relief, das ist völlig etwas Kompaktes, weil klar mache ich von links von rechts Bilder, aber auch im Unterbewusstsein oder so, wie ich es darstelle, entstehen noch viel mehr Bilder, als ich eigentlich kontrollieren kann. Und das ist eben das Spannende daran. Und das tut mich immer begeistern, wenn ich auf dem Relief mal, darum könnte mir nicht mehr vorstellen, flach zu malen. Das ist wirklich nur zum Entwerfen. Weil mit dem kleinsten Schritt, den man macht, sieht man etwas Neues und es ist eine neue Geschichte, die man erzählen kann. Fusionismus ist ein Versuch, ein künstlerischer, ästhetischer Versuch, aus den verkrusteten Kunst- und Wahrnehmungszusammenhängen herauszutreten. Und zwar zu sagen, ich habe Kunst hier, ich habe eine Performance, ich habe eine Skulptur, ich habe eine Bildlichkeit. Aber diese Kunst und diese Bildlichkeit sind nicht für sich alleine da, sondern sie sind sozusagen Momente jeder Sekunde meiner Wahrnehmung. Damit verbindet sich Fusionismus ganz, ganz eng mit permanenter Wahrnehmung, mit jeder Sekunde, mit jeder Millisekunde von Wahrnehmung und fordert damit heraus. Also ich kann mit dem Fusionismus nicht einfach nur ins Museum gehen und sagen, da hängt Fusionismus, sondern Fusionismus heißt, das ist das gesamte Museum. Das sind die Besucher, das bist du, das ist das Artefakt, das ist die Wahrnehmungssituation und das ist das, was für mich Fusionismus ausmacht. Also im Werk alles präsent zu haben, was die Wahrnehmung herausfordert. Ich habe ganz lange nicht geschnallt, dass ich Künstler bin. Also, mich hat es einfach interessiert, auf eine Art zu forschen, neue Sachen zu entdecken. Ich habe mich ganz lange gar nicht als Künstler gefühlt. Also wirklich, ich war wahrscheinlich schon Künstler gewesen, aber in den ersten 5 Jahren habe ich es gar nicht geschnallt. Und irgendwann merkst du dann an den Leuten, die dir sagen, hey, du bist Künstler. Aber ich habe so viele Sachen oder Ideen einfach. Ja, es hat mich einfach Wunder genommen, ich wollte es machen. Und so bin ich eigentlich zum Künstler gekommen. Aber es ist natürlich schon, sagen wir mal, der erste Moment, wo ich Steinmetz gelernt habe, Bildhauer. Dort ist man eigentlich noch nicht Künstler. Das ist wie eine Lehre. Und dort, ich bin einfach gewundert, was dreidimensionale Vorstellungsvermögen. Und ich wollte einfach vorwärts kommen. Aber ich nicht gedacht, dass ich eigentlich Künstler werde. Also zum einen ist das, was Dave vor, glaube ich, jetzt mal 10 Jahren aufgegriffen hat, etwas, was auch vor zehn Jahren in Wissenschaften auftauchte, nur in einem anderen Terminus, nämlich im Terminus Komplexität. Und Wissenschaftler ärgern sich die ganze Zeit, schon seit dieser Zeit, mit dem Terminus herum, weil keiner genau weiß, was es ist. Und Dave setzt auf Fusion und greift aber im Kern dieses Thema der Vielfalt von Welt und der Unterschiedlichkeit von Welt auf. Und insofern ist es also ein Puls, am Puls der Zeit, könnte man schon fast sagen. Und er ist auch an dem Puls der Zeit geblieben, denn das Thema ist ja nicht weg vom Tisch, sondern sowohl die Komplexität wie auch die Fusion sind beides Konzepte, die in Kunst und Wissenschaft unverzichtbar sind.
Der Dave hat einen engagierten und speziellen Werdegang hinter sich, der ihn zu dem Künstler gemacht hat, der so spezielle Werke kreiert. Er folgt seiner Neugier und entdeckt dabei neue gestalterische Möglichkeiten und Wege, um dreidimensionale Kunst zu arbeiten. Die Bildhauerei die sprudelt völlig aus mir raus. Also das ist, ich liebe es zu formen, das mache ich am allerliebsten. Ich habe früher, ich möchte mich gut erinnern, an meiner Anfangszeit musste ich irgendetwas zeichnen machen. Dann habe ich schnell im Ton schnell modelliert und das abzeichnet. Also das Modellieren, das geht einfach für mich ganz locker und völlig natürlich aus der Hand. Und das mache ich einfach. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil davon. Ja. Fußball ist um Dave seine zweite Welt. Vor seiner Karriere als Künstler hat er in der ersten Liga gespielt und hat die Liebe zum Fußballspiel behalten. Sie ist der Grundstock für die FIFA-Werke und die FCB-Plastik. Für die FIFA ist es natürlich für mich eine spannende Geschichte, weil ich habe im 97 mal ein Werk gemacht und die Idee hatte, dass wirklich das Werk zwischen Halbfinale und Finale von beiden Teams signiert wird. Das hat es vorne eigentlich noch nie gegeben. Die WM gibt es seit 1930 und für mich ja, ist es total spannend gefunden, diese Fusion. Und ich habe auch gemerkt, das ist so ein grosses Spannungsfeld, alles mit der FIFA. Und das Schöne ist, dass ich 98 angefangen habe mit dem und dann eigentlich in 2002, 2006, 2010 das eigentlich immer machen konnte. Wobei, ich muss ehrlich sagen, das war natürlich immer ein riesiger Hitchcock, dass ich es überhaupt arbeiten konnte. Vielmal hat die FIFA so gar nicht gewusst, ob es möglich ist. Und dann habe ich immer gesagt, nein, ich komme einfach und wir probieren es. Und da ist, es war wirklich extrem schwer jedes Mal gewesen. Und das ist natürlich ja, eine sehr spannende Geschichte, aber sie hat auch recht viel Zeit gebraucht und es war extrem schwierig gewesen, das muss ich schon sagen. Aber was für mich eigentlich immer der Antrieb dazu war, für das Ganze zu machen, ist, ich merke, da entsteht eine sehr grosse Power. Also der Fußball ist so global und so wichtig, wird auch immer wichtiger in unserer Gesellschaft. Und dass ich das eigentlich in einem Werk vereinen kann, mit den Top-Mannschaften, mit den Top-Spielern, mit den Stars. Und aber dann auch wirklich etwas für einen guten Zweck machen können. Also es ist schon, für mich ist der Antrieb ist gewesen, dass ich wirklich einmal, dass wir können für Kinder, die die Möglichkeit haben, in eine Schule zu gehen, die keine Ausbildung haben, nie eine Möglichkeit haben, wenn ich mit diesen Werk einen Teil oder gewisse Kinder in die Schule schicken kann, dann bin ich wirklich glücklich. I'm a bit surprised in a positive way because South Africa and it has to do with South Africa and this is it made a huge impression on me. So yeah. Well, it looks amazing. It looks really impressive and great art here. Yeah. Am Dave, seine Arbeiten sind ungeheuer vielseitig und öffnen dem Betrachter ständig neue Perspektiven und Motive zum jeweiligen Thema. Seine Skulpturen verlangen sorgfältige Vorbereitung und sind sehr arbeitsintensiv. Ausdauer und Leidenschaft sind an Dave seine Standbeine. Für mich ist das Bild auch natürlich ganz klar, ich habe sehr viele Sachen im Kopf, sehr viele Aspekte. Und ist für mich natürlich der erste Schritt ist gedanklich. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ich es machen kann. Es können Skizzen entstehen, es können gewisse Ideen entstehen. Aber am Anfang steht dann gleich vor mir ein riesiger Block. Und dann tue ich natürlich mit Maschinen, also wirklich mit einer Motorsäge elektrisch, da schneide ich mal grobe Sachen daraus raus. Ich fange mit dem Winterschleifer an zu schleifen und sehe hier natürlich auf einmal den Basilisk von weiter. Ich nehme eine feineres Maschine und forme die Details rein. Aber da bin ich dann irgendwie einfach wie fast so ein bisschen in Trance und Form völlig drauf los. Und wenn das eigentlich alles geschehen ist, wenn alles einmal geformt ist,
dann ist eigentlich etwas, was dann eigentlich sehr einfach ist. Das ist eigentlich das Beschichten. Da kann ich auch Leute haben, die mir dann auch helfen. Dann wird da 7 bis 8 Schichten kommen da drüber. Und in diesem Moment passiert sehr viel gedanklich. Also ich überlege mir, okay, ja, da der Basilisk auf dieser Seite ein Spieler und das. Da ist die ganze Zeit schwer, mehr Ideen im Kopf rum, was mal ich da drauf und was mal ich von dieser Perspektive. Wie sieht denn das aus, wenn sich das von links und von rechts, wenn ich auf einer Seite das Münster drauf habe und auf der anderen Seite ist irgendwie ein Fußballer oder irgendwie sonst etwas drauf. Wie sieht das von vorne aus, wie verhält sich das? Die Gedanken, die schwirren dann alles im Kopf rum und im ganzen Prozess, wenn ich form, wenn grundiert wird, wenn ich das erste Bild mal, weiss ich noch nicht, wie das letzte Bild aussieht. Aber das passiert eigentlich alles in diesem Prozess. Hier beim FCB ist natürlich noch auch sehr spannender und ein anderer Aspekt dazugekommen. Und das ist natürlich die Geschichte vom FCB. Also das heisst, man muss sich vorstellen, man hat 120 Jahre FCB. Und ich hatte zum Glück das Glück gehabt, dass mir der Verleger vom Rot-Blau hat gesagt, Dave, ich gebe dir wirklich jedes Magazin, alles, was wir hatten. Und man muss sich vorstellen, ich bekomme einen riesen Stapel von allen Magazinen. Und dann habe ich das währenddem, was ich Weg geformt, gemalt und daran geschafft habe, habe ich nebendran eigentlich alle Magazine durchgelesen. Wirklich immer müssen durchschauen, was ist wichtig, wo ist die Meistermannschaft von irgendwie 1953 oder die Mannschaft von dort, wer ist wichtig. Einfach irgendwie alles müssen suchen, rausschneiden. Ich habe eigentlich wie ein bisschen einen Plan müssen machen, weil ich irgendwie auf einmal gemerkt habe, hey, hallo, du kannst nicht irgendwie in einem Jahr anfangen, du musst in zwei du musst dort anfangen, du musst kumpen in die heutige Zeit, du musst immer hin und her kumpen. Und so war es eigentlich sehr wichtig, das alles rauszusuchen. Du siehst jetzt hier das jetzige Team, das ist ein Choreo. Du hast unendlich viel, da bist sogar du drin. Du bist natürlich, da kommst gar nicht drum herum, gell? Du hast so viel. Da ist wirklich... Oder hier nur das als Detail. Das habe ich erst nachher geschnappt. Da habe ich eigentlich 2 Bilder aufgeklebt, aber eigentlich eine Fusion vom Sommer und vom Costanza. In einem Ding. Du meinst, es wäre ein Spiel, oder? Und so ist der erste Meistertitel, alle Meistermannschaften und alles ist drauf. Thank you.
Also ich glaube, die Hüppe, die wir jetzt haben, haben wir seinerzeit entfacht. Und dann ist ja 20 Jahre nichts passiert. Und in diesen 20 Jahren hat eigentlich der Vater immer gesagt, weisst du noch, Penthouse, Odermatt, Micho, Kruenz, seine Zeiten, das sind tolle Zeiten gewesen. Und die Jungen, die Jugendlichen sind fast verzweifelt, weil der FCB in Nazi B gespielt hat, nicht aufgestiegen ist. Wo sie dann endlich da oben war, ist das erst recht gekommen. Dann hat es geheissen, jetzt wollen wir es denen zeigen von früher. Und der FC Basel hat dann durch Gigi Höri natürlich einen Sprung nach vorne können machen, weil wir finanziell abgesichert waren und dann eine unheimliche Geschichte entstanden ist. Und heute der FCB ist das Nummer 1 in dieser Stadt und das ist das Wahnsinnige. Ich habe mich natürlich drin erkannt. Ich habe den 12. Mann erkannt. Der Künstler, der Dave, hat richtig gesehen, dass der 12. Mann die wichtigsten Leute gewesen sind zu der Zeit, als es im FCB schlecht gegangen ist. Und so habe ich mich auch wieder erkannt in der 62, 63, 70er Jahre x-mal Meister und Göpsiger geworden. Und ich habe mich selber dürfen darauf erkennen. Das ist natürlich eine tolle Sache. Warum ist es Dave so wichtig, dass all die Fußballstars ihre Unterschrift auf seine Werke setzen? Jeder Bub, jeder, wir können in Afrika oder in verschiedenen Ländern schauen, die Buben, die gehen nicht in die Schule. Die muss man in den Fußballclub bringen, damit sie dann auch noch die Schule besuchen. Und wenn sie ihre Stars, ihre Idols haben, und wenn ich das mit dem Werk, ich muss es signieren. Die Idole müssen da sein. Die müssen eigentlich für die Generation, die eigentlich nicht in die Schule will oder gar nicht die Möglichkeit hat, das ist eigentlich der wichtige Grund dazu, dass eigentlich die Fußballidole oder die Vorbild eigentlich auf dem Werk und auch den Fokus auf das leitet. Es ist ein grossartiges Werk und eben die ganze Geschichte von Basel ist drauf. Und ein Teil dieser Geschichte zu sein, macht mich extrem stolz. Und es ist schön, sich da wieder drauf zu erkennen in dieser Geschichte vom FC Basel. Ein schönes Gefühl. Man sieht natürlich von ganz früh, wo alles angefangen hat, meine ganze Karriere, bis zu heute. Und das ist immer etwas Schönes, wenn man die Fotos wieder sieht, vor allem die Fotos, wo man jung war. Manchmal verschrickt man, aber es ist immer wieder schön, die Emotionen zu sehen und die alten Fotos zu sehen, da kommt dann wieder alles hoch. Ich glaube, das Werk repräsentiert in dem Sinne optimal die Grundlage des Erfolgs des FCB, weil es eben vielen Menschen letztlich Raum gibt und auch zeigt, dass eben der FCB nicht an einer Person hängt oder an einem Spieler, an einem Stürmer, an einem Trainer, an einem Präsident, sondern an allen möglichen Menschen und die kommen auf dem Weg irgendwie zum Ausdruck, kommen zum Vorschein oder aber eben auch die Tradition in der Stadt. Die wunderbaren Bilder und so weiter zeigen einfach, der FCB ist ein Teil von dieser Region, dieser Stadt.